Hallihallöchen, YouTube, wir sind wieder bei Let's Play Tekkit und eventuell weiß der ein oder andere, was ich so allgemein von Gravel halte. Ach ja. So, hier noch eine Fackel hin und dann werden wir einfach noch hier so zack, 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 zack und fertig. Und fettig ist es. Triefend fettig. Du bist wo? 31er. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich glaube hier war es, ne, oder was? Ich glaube hier, genau hier. Oder hier irgendwo hat das Viertel, glaube ich, aufgehört. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, diese 45 Blöcke sind... Also ich habe die 45 Blöcke ein bisschen überschätzt. Da kann ich noch einige Male, ich schätze um die... Irgendwas zwischen 5 und 10 Mal bis zum Quell runter das starten. Weil das sind nämlich nur von, wo waren wir hier? 1,5-2 Zentimeter sind das auf der Map. Also... nicht allzu weit. Gut. Ich würde mal sagen, Return Home. Ist schon ein ganzes Stück, ne? Ach ja. Wir müssen auch unser Equipment mal wieder ein bisschen aufladen. Weil es könnte eventuell ein bisschen leer mittlerweile schon werden. Das ist nicht unbedingt so, wie ich es mir erhoffe. Beziehungsweise, wie ich es mir vorstelle. Aber gut, schauen wir mal. Ich glaube, ich könnte ja sogar noch... Ich könnte noch um die 50 Folgen, also wenn ich durchgehend aufnehmen würde, könnte ich um die 50 Folgen aus diesem bisschen Energie noch... quasi rausquetschen. Wie viel haben wir eigentlich hier drin? Ach, das ist ja ein bisschen was. So, brauchen wir nicht. Tja, sonst so und so. Was mache ich eigentlich hier oben? Keine Ahnung. Mal Warframe Drops waren das gerade mal. Achso. Schwachsinn. Oha. Ernsthaft? Genau, der Backdrop. Ist egal. Yay. Das Gute ist ja, wenn ich es aus einer Kiste rausnehme, ist es aus allen rausgenommen. Hehe. Ach ja. Gott sei Dank hat es kein EMC. Weil ich bin teilweise doch ein bisschen achtlos. Mal so überlegt. Achso, das ist für Energie, genau. Was ich da alles reinwerfe. Ja, es ist, ja. So. Ach ja, wenn wir schon dastehen, dann können wir sie auch gleich ein bisschen aufräumen, ne? Ist ja jetzt nicht so aufwendig. Hat vielleicht eine Minute gedauert. Und dafür wird nicht so viel an Masse verschwendet, ne? Ein bisschen was hier rein. So.
Das scheint so ganz gut frei ist mal. Ja. Ich würde mal behaupten, das sieht so ganz gesund aus. Konstant 14. Also das ist nicht schlecht. 14 Grad nur. Das ist wirklich überhaupt nicht schlecht. Also ich hätte ja erwartet, dass es ab und zu mal ein bisschen ansteigt, aber gar nichts davon. Das ist ja... Hier steigt es auch an. Also es geht ja ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, wie viel haben wir hier drin? Wenig. Okay. Dann machen wir noch hier diesen halben Stack. Alles genau geplant und durchdacht von mir. Yay, sehr schön. Gut, ich würde mal sagen, wir bauen uns ein bisschen mehr von unserem hier so. Achso, genau, aufladen wollte ich noch. La 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 la. Lad mal gleich alles andere mit auf. Also. Das ist ja sowieso hier drin. Und. Ist ja doch ein bisschen was, was aufgeladen werden muss. Also die Füße und der Helm, beziehungsweise die Schuhe und der Helm, die kommt mir vor Verbrauchen am meisten. Also der Helm, ist sowieso umgeschlagen, aber. Was war das? Da war doch irgendwas Weißes gerade, glaube ich, gerade, oder? Was Weiches, Weißes, Pulvermäßiges kam mir vor, gesehen zu haben. So. Oh, okay. Ist auch schön. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir in der letzten Folge, die ich letztens aufgenommen habe, noch so einiges vorgenommen hatte. Ja, weiß ich jetzt mittlerweile leider schon nicht mehr, was genau. Nice. Ich glaube, das ist sogar verständlich einigermaßen. Ich spreche ja Deutsch. Ach ja, nee, also, ja. Ein Sonic Screwdriver habe ich ja, glaube ich, schon, ne? Yep. Warte mal, ich würde jetzt einfach mal... Was war denn hier drin? Okay, warum nicht? Außerdem fällt mir gerade mal auf, die können wir auch noch aufladen. Wie viel hat der jetzt gebraucht? Bisschen was, okay, nicht viel. Ja, immer mal wieder aufladen, wenn man zu Hause ist, das ist ganz praktisch. Ich glaube ja... Achso, was ich auch noch machen wollte. Jetzt fallen mir wieder ein paar Dinge ein, ne? So, warte mal, ich verlege das wirklich nach hinten einfach. Das führt so zu nichts Gutem. So, eine Charging Bench. MK3 werde ich machen. HV-Cable, Advanced Circuit. Ist ja billig. Gold-Cable. Generic Circuit. Da brauchen wir nicht mal Circuit. Oh. Fire Charge, wofür wird denn das gebraucht? Für gar nichts. Anscheinend. Okay. Dann machen wir uns eine Power Charging Bench. Die ist ja wirklich billiger. Ich hätte mir jetzt irgendwas Komplizierteres erwartet. Aber wirklich was viel Komplizierteres. Wenn man es mal so sagen will. Wir bräuchten ein bisschen, ich glaube, Refined Iron was, ne? Zack, zack. Jawohl. Und zack, zack, zack. So. Wir bräuchten bitte 4 Redstone, 2 Glowstone und 2 Lapis Lazuli. So. Zack. Zack. Ich finde es ja irgendwie schade, dass man es nicht, also. Ich finde es ja irgendwie schade, dass man es nicht irgendwie auch so machen kann. Yay.
Wäre nämlich ganz nett. Hier so. Ups. Zack, 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 zack. Und dann noch die HV-Kabel. Weil dann... Wie viel hat die nochmal an Speicher? Die hat, glaube ich... überhaupt nicht viel. Okay, dann werden... Ist hier frei? Entschuldigen Sie, ist hier frei? Hier ist ja... Ist das ein HV- oder MV-Transformer? Hier muss ich ja wieder mit der Wrench, ne? Genau. So, der... das pack ich dahin, so. Doch, ich lasse es vorerst einmal da. Wenn es nicht funktioniert, werde ich das so sehen. Aber konstant 14 Grad. Das ist nicht schlecht. Also da habe ich irgendwas nicht falsch gemacht. Aber das ist halt jetzt auch halt, weil ich nämlich nicht mehr mit der Hand nachfüllen muss. Und bei der Geschwindigkeit ist sofort wieder was drin ist. Also da muss ich mir absolut keine Sorgen machen. Naja, jede Sekunde laufen da, glaube ich, 5 durch oder so. Nee, ich wollte eigentlich nur... Danke. Aber die Uraniumzellen sind ja auch schon fast wieder hinüber. Ist ja fast schon ein bisschen schade. Ach so. Mal 200. 200 ist ja auch oben verbunden, ne? Und hier 500... Die 200 haben wir ja, glaube ich, wirklich oben verbunden. Hier oben. Also ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Außer eben Schwachsinn und so. Ja, ja, habe ich hier noch richtig in Erinnerung. So, zack. Und hier... Ich kann auch gleich mal nachschauen eigentlich. Okay, dann eben nicht. Dann okay. Dann lasse ich ausnahmsweise mal durchgehen. Ja, einfach mal hier drüben schauen, weil ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau. Also ich... Nee, ich weiß schon, ich bin allwissend. Ich wollte nur mal nachsehen, ob... ja, das... Das ist das Vorderste, das ist voll, okay. Das Hinterste ist auch voll, das ist schön. Das Interste. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal wieder zu unserem lieben Turtle. Ach, mir kommt es ja fast vor, als wäre ich... als wäre mir Tech schon ein bisschen fremd mit... Da oben war ein Loch. Ah, wahrscheinlich von... Okay. Ich weiß schon von dem Attentat. Der Gangster. Naja. Wir haben schon irgendwie wieder hinbekommen, dass dann alles ist wie vorher. Und man überhaupt keinen Unterschied sieht. Das war's, ich werde jetzt einfach mal hier so... Hui! Und... Ah! Ups. Das war eventuell ein bisschen zu spät. Hat aber keinen Schaden gemacht an der Umgebung. Also ist es kein Problem, würde ich mal behaupten. Nee, hey. Ach so. Nee, hä? Ach hier, okay. War doch richtig. Ich glaube, ich habe mir jetzt einmal aufgehalten, aber ist ja nicht so schlimm. Oder vielleicht öfter.
Ist jetzt eigentlich... Läuft noch weiter, okay. Ich glaube, da hatte ich auch mal irgendeine Frage dazu. Ich weiß noch nicht mehr welche. Aber wie gesagt, ist ja egal. Ne, ist ja... Egal. Das Geräusch ist ja auch schön. Ach ja. So, ich stehe jetzt noch die restliche Folge hier so da. Oh. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Creeper und schießt mich sonst wohin. Aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so schlimm für mich. Weil ich es einfach drauf habe. Ja. Das ist übrigens für alles eine gute Begründung. Weil ich es einfach drauf habe. Also zumindest für mich. Nur für mich, Mr. Crusade, ist das eine gute Begründung für... Bei jedem anderen schlägt sich der Betroffen, also der dem das gesagt wird, sofort an den Kopf. Und zack, 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 nein. So, dann machen wir noch ein bisschen hiervon. Diesen und noch weniger eigentlich hiervon. Davon brauche ich eigentlich nur eins, wenn wir genau sind. Ach ja. Dann können wir jetzt bis 44 schön legen. Das ist ein bisschen... Ach, da ist ja das Öl, ne? Glaube ich. Deshalb ist auch das Wasser so trübe, beziehungsweise die Tropfen. Ich hoffe nur, da explodiert jetzt nichts. Direkt neben mir. Die Folge ist eigentlich auch schon zu Ende. Ach, ein bisschen mache ich noch. Ach ja, übrigens die Wette wegen dem Turtle und Query. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Könnte aber wirklich sogar knapp werden, wenn ich... Natürlich nicht, um irgendwas zu manipulieren. Ohoho. Wobei, ich glaube, hiervon kann man nicht mal von Manipulation dann sprechen. Wenn ich dann zum Beispiel mit Red Power am Computersystem arbeite, dann, und dann der Turtle eben noch nicht durch ist, kann es leicht sein, dass... Yay. Lassen wir das so. Ich glaube, da mache ich dann mal eine Ausnahme mit der Beleuchtung. Dann sind wir hier 2, dann noch 2, 3. Jetzt 2, 3, 5. Ja, okay, machen wir halt. Dann 2 Ausnahmen. Dann bleibt es im Gesamten gleich. Und ist es hier hinten auch schon? Also es wandert immer eins weiter. Schön. Ne, das ist zu weit. Dann, so. Und was habt ihr alles zu... Ne, das ist zu spät jetzt mittlerweile zu fragen. Ja, das ist, vergessen wir das. Bitte. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Man muss sich total konzentrieren, What? Konzentrieren. Man muss sich total konzentrieren. Was auch interessant ist, wenn man ab und zu, wenn man versehentlich was falsch sagt und das dann absichtlich nochmal falsch sagen will, zumindest bei mir ist es so, öfter zumindest, des Öfteren, dass ich es dann unabsichtlich richtig sage. Finde ich auch ganz interessant.
Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, beim Fackeln platzieren muss man sich konzentrieren. Schon ziemlich zäh, ne? So, Fackel platzieren. Alle 6 Blöcke. Naja, okay. Man versteht's ja, glaube ich, dass ich da so eine Ausnahme bin. So, ich bräuchte ein bisschen Fäckelchen wieder mal. Danke sehr. Ich dachte gerade schon, dass da jetzt wieder so ein bisschen Öl ist. Und ich finde es immer noch wieder erstaunlich, wie ich schaffe, bei 100 Frames das hinzubekommen, die Maus so zu bewegen, dass es aussieht, als ob es laggen würde. Faszinierend. Beziehungsweise zwischen 60 und 120 flackernd. Du bist wahrscheinlich bei irgendwo 23 oder so. Okay, 20. Mist, ich wollte vorhin noch 20 sagen. Oh, eigentlich wollte ich mal die Folge beenden und nicht mein Mikro irgendwie misshandeln. Ja, diese kennt ihr ja, ne? Diese Angelegenheit mit dem Folge beenden und so. Hier haben wir schon platziert. Okay. Dann müssen wir hier nur noch hierher. Und BS4 platzieren. So. Und zack, zack, zack. Dann haben wir das auch wieder. Ja, das ist schön. 26 weniger. Ziehen wir bei 38. Hä? 48. Ja. Scheint richtig zu sein. Ich verwirre mich anscheinend mittlerweile schon selbst. Aber das ist ja kein Problem, das sind wir ja gewohnt. Also ich, teilweise. Bisschen. Schon ein kleines bisschen. Ach, platzieren wir das einfach weiter vorne. Ich wollte es jetzt eigentlich da liegen lassen. Aber ich platziere es einfach hier vorne, weil dann kann ich ungestört hinten weiter platzieren und so. Diese schönen ASD-Rex-Dinger. ASD-Rex-Dinger. Ich habe irgendwas gerade im Kopf, ich weiß noch nicht, was es gerade ist, aber wenn ich AS-Drecksding ja ausspreche. Hups. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, also 8. Das sehen wir dann. Kann ja das auch nochmal nachzählen, ist ja nicht so schlimm. Zack, zack. It's like a rooster. And I don't know what I am talking about. A rooster? Yay, highest tricks. Hui. Ich bin schnell. So kommt's am. Ich weiß nur. Achso, ja. Okay. Eben weil es näher ist, dass dann jeder Block quasi. What? Ich hab doch! Was hat er jetzt für ein Problem? Wie das nimmt das exponentiell zu, oder wie? 5! Alter, das gibt's doch nicht. Tch.
Was denken die sich eigentlich? Ich raff's nicht. Hier... Ah! Ich hab ne Vermutung, woran es liegen könnte. Yep. Er ist da noch ganz knapp über der Geschwindigkeit, die so ein normales aushält. Deshalb... Also nee, Schwachsinn. Hier ist... Hier geht's dann hin. Okay. Haben wir dieses Mysterium erneut geklärt? Einmal diesen hier. Einmal diesen hier. Und einmal diesen hier. Dann... Okay, gut. Dann graben wir uns mal ein bisschen runter. Ich habe nur so ein Gefühl, dass das jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren wird. Ja, mal sehen. Vielleicht wird es funktionieren, vielleicht nicht. Es ist ein Glücksspiel. Außer man weiß es natürlich. Dann eben nicht. Ah, ja, genau. Jetzt ist mein Cutwerk. Und es funktioniert natürlich nicht, wie ich es vermutet hatte. Und immer noch vermute. So. Und dann so. Und dann sollte es wieder funktionieren. So, mal sehen. Jawohl, jetzt funktioniert's. Und ich werde fahren. Es scheint jetzt, also ich hoffe mal, dass es funktioniert. Es scheint noch nicht zu funktionieren und es wird auch eventuell nicht so schnell funktionieren, aber... Ich stoppe jetzt einfach mal hier. Und fahre mal wieder zurück. Mal sehen, was denn passiert. Wir waren ja auch schon relativ nah, wie man am... an den zwei Dungeon-Markier-Dingungen hier gesehen hat. Und ich komme jetzt erneut drauf, dass ich diese Folge eigentlich beenden wollte. Es funktioniert! Es funktioniert! Ja. Danke sehr, ich fühle mich geehrt, diese Dreckshaufen halten zu dürfen. Ach komm. Ich habe ja genug davon. So. Hier noch alles fit. Die 99 und 100 sind, glaube ich... die 99... Also die 100 war... Die 100 war das... Wasser nachfüll Dings, die Maschinerie, und der 99 war, glaube ich, die Lavazellen-Anlieferung. So nehme ich an, gehört zu haben. Von einem sehr, sehr netten Typen, der nebenbei auch noch sehr cool ist und außerdem gleich heißt wie ich. Ha? Wieder eine Spinne, die einfach runtergefallen ist. Ja, sturzbetrunken sind die vier. Ist ja schlimm. Abartig anzusehen. 100. Da habe ich richtig geschätzt, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe, also. Also habe ich einfach mal richtig geschätzt, ne? Ach ja, ein bisschen Energie könnte man hier auch noch reinpacken. Zack. Hier. Wäre es eventuell ein bisschen sinnvoller. Ja. Das wird... Warum wird das nicht aufgefüllt? Warum wird das nicht aufgefüllt?
Ich glaube, das wird sogar... Hä? What? Also das raff ich jetzt nicht so ganz. Also, ich wollte ja eigentlich... das hier dann noch reinpacken, weil dann haben wir noch ein bisschen Reserveenergie. Und das ist immer gut, wie man ja alle wissen. Dann können wir das noch schnell aufladen. Und es ist wieder... Es ist wieder Sonnenaufgang. Also Mistviech. Nein! Ups. Das brauchen wir nicht, danke. Also das ist ja, glaube ich, die Leistung, die anliegt, oder? Ich raff's nicht. Ich raff es wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Kann es irgendwie sein, dass deine Textur irgendwie so ein bisschen kaputt ist? Ja. Sieht so aus. Ja, da muss ich dann auch nochmal schauen. Hier kann ich ja nichts, ne? Nee, dann, warte mal, ich werde jetzt einfach mal was ganz, Todesmutiges wagen. Nämlich, ich werde hier drinnen mein Zeug ablegen. Hier ein bisschen damit aufladen. Das, was allerdings nicht geht. Damit kann man es nur... Oh, okay. Ah, get it. Jetzt explodiert wahrscheinlich der Reaktor. Jetzt, wo ich noch ungeschützt war, ist er wahrscheinlich explodiert. Ja, mir kommt es wirklich immer noch vor, als ob ich jetzt irgendwie neu mit Tekkit angefangen hätte. Weil ich einfach schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ne, warte mal, hä? Ist ja eigentlich jetzt dauernd voll, oder? Ne, hier geht quasi gar nichts weiter. Warum auch immer noch nicht. Geht hier die meiste... Ah. Ja, du mich auch. Also das war wahrscheinlich wieder nur ein Anzeigefehler, oder? Weil hier ist ja nichts drin. Okay, die haben anscheinend viel mit Anzeigefehlern zu tun hier. Die Pipes. Das ist auch mal schön. Immer gut zu wissen. Ne, hat anscheinend wirklich was mit Anzeigefehlern zu tun hier. Das ganze Zeug. Och. Schon wieder voll hier. Naja. Ach ja, genau, der Query arbeitet jetzt auch ein bisschen mehr. Glaube ich. Zu wissen. Gehen wir mal wieder noch eine Runde. Ja, ich komme mir wirklich so ein bisschen vor, wie... als ob ich hier Angestellter nur wäre. Aber Angestellter des Jahrhunderts, wenn dann... Ups. Also vom Turtle kommt hier einiges daher geschossen, wie es aussieht. Der arbeitet also demnach schon so ein bisschen. Ah. Ich hätte bitte gerne mal einen Voll, danke. Das packen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier rein. Ja, gut, dann würde ich sagen, ab jetzt geht es.
So ganz alleine ohne mich. Warum ist hier was raus? Hat das nichts damit zu tun, dass die voll waren? Anscheinend nicht so ganz. Ah, warte, ich wollte ja eigentlich hier rein. Ah ne, hier habe ich keinen Ender Chest, genau. Deshalb habe ich es drüben reingetan. Ah, okay. Kann ich nicht irgendwie... Oh ne, kann ich nicht. Okay. Oh, gut. Ich glaube, ich werde auch noch hier einen Button... Ich glaube, ich werde hier wirklich noch einen Button hinklatschen, ja. Und it goes rein. Und ist ein bisschen mehr drin, ja. Ach genau, hier läuft ja gar nichts weiter. Jo, ich glaube, ich sollte jetzt wirklich mal so ein bisschen aufhören und so. Ist ja... Es geht ein bisschen sehr schnell um die Zeit. Ich bitte euch, dass ihr diese Nachricht verbreitet. Nee, das wird so nichts. Ja gut, auf jeden Fall. Bevor ich hier weiter wieder schlechte Reime... Obwohl es gar nicht so schlecht war. Naja, ich würde sagen, sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao.